Moin Leute, und jetzt ist ein neues Video zu einem neuen Projekt, nämlich einem Jurassic World Evolution Let's Play. Ja, das ist ein Game, was ich schon länger mal spielen wollte, inzwischen ist auch der zweite Teil draußen. Aber das Ding gab es free bei Epic Games, also habe ich mir das Ding einfach mal geholt, vor einiger Zeit schon, also vor langer Zeit. Ja, und ich dachte mir heute mal, ich bin in Quarantäne und ich habe Zeit, ich gehe einfach mal ein bisschen rein da. Ja. Ich kann zwar vielleicht auch Sachen cutten, aber ich brauche generell ein paar erstmal neue Sachen, weil Videomaterial bei manchen Sachen ein bisschen knapp wird. Aber ja, nicht der schönste Starting-Bildschirm, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Okay, ja, Helligkeit kann man ein bisschen höher machen. Ja, gefällt so. Ja, machen wir F1 einfach komplett. Gebietsanpassung anzeigen. Nee, das kann schon voll bleiben, okay. Oder was ist das? Ja, bleib voll einfach. Um die Bildschirmrechte einzustellen, sieht der Regler so ein, dass das Logo auf der linken Seite. Aha, okay, warum? Weiß ich nicht genau, aber okay. Wahrscheinlich, damit das irgendwie alles aussieht wie geplant. So ist es für mich gerade noch sichtbar. Aber ich glaube, für euch mache ich es ein bisschen heller, weil auf Videos ist alles immer ein bisschen dunkler. Deswegen hoffentlich passt das. So. Und dann. Ja, gehen wir rein einfach, ne? Okay, jetzt merke ich gerade, ich muss noch was erledigen, aber das ist egal, mache ich gleich. So, die neue Erweiterung. Okay, egal. Gehen wir erstmal einfach in die Kampagne rein. Keine Ahnung. Claire's Zuflucht. Okay, Jurassic World Evolution. Ah, hallo, willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben. Hallo. Ah. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder? Zumindest. Sollten Sie von mir gehört haben. Ich sag so, ich habe jetzt, da Sie hier sind, vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten. Okay, okay. Falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben. Ja, ich sag mal so, ich habe noch nie in meinem Leben irgendein Jurassic. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanzas. Okay, ich warte mal, bis Sie das durch haben. Relativ stabil. Sie erst Erfahrungen sammeln. Okay, dieses Target. Denn in den alten große. Wartet mal, Leute. Mir fällt gerade ein. Ich muss vielleicht gerade Sachen muten. Okay, gut. Okay. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen okay. Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Okay, baut Hammond-Entwicklungslabor. Okay, schauen wir mal. Ja, ich sag wir mal, haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Aha, also hier werden also Dinos gebaut. Ja, ich habe noch nie einen Jurassic World, Jurassic Park Teil Film gesehen, noch nie einen Game davon gespielt, aber ich habe das Play davon gesehen. Und ich dachte mir, ich habe Lust. Okay, dann kann ich mich bewegen mit Rechtsklick, genau. Ich habe einfach mal Lust, das zu spielen. Okay, je nachdem, wo ich das hin bewege, kostet es auch mehr oder weniger. In der Mitte wird es am besten sein, okay. Ja, da bauen wir einfach mal hier. Sehr schön. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. Okay, schön. Ein bisschen warten. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Okay, gut, dann machen wir das vielleicht mal. Okay, wie kann ich das anschließen? Okay, schließe. Achso, ich kann jetzt entscheiden, wo ich es anschließe. Okay. Okay, na, achso, okay. Ja, machen wir einfach. Okay, so gerade machen? Nee, ne, achso, okay, das muss da. Jetzt kommt die wahre Prüfung: das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Okay.
Naja, hoffentlich wird er keine Scheiße bauen, ne? Ausdrücken. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Ah, Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Eins noch, Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Die Leute denken, dass Geld die Welt regiert. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich, wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Nein, ich war die ganze Zeit gemutet. Gar nicht nice. Okay, ich weiß nicht seit wann. Ich habe eine Idee seit wann, seitdem ich wiedergekommen bin. Okay. Gut, was mache ich jetzt? Die Frage. Ich gehe einfach nochmal kurz zurück. Okay, wir machen erstmal das fertig und ich gehe nochmal zurück und sag nochmal, was ich gesagt habe.
Pilze forschen können sie verschiedene Aspekte der Umlandung verbessern und erweitern. Sie können neue Gene erforschen, Dinosaurier damit zu modifizieren. Okay. Manche Gegenstände haben Teilungsabrufanforderungen, die erfüllt werden müssen, ehe sie verfügbar sind. Okay. Ich denke mal, dass hier wird das noch geklärt irgendwann mal. Oh, es regnet. Ja, ich hatte gesagt, hier irgendwie, ich hätte rausgefunden, das mit D. Also wenn wir das hier anschauen, diese Bereiche, die haben den Strom abdeckt. Ja. Merke ich nicht. Okay, das geht voran. Gut, dann mal sehen. Was gibt's hier noch? Keine Sachen verfügbar. Okay, und das dauert einfach noch, oder? Okay. Okay, nein, der Erteilung. Okay, hier kriege ich anscheinend gerade keine Sachen. Okay, kannst du nur eine ziehen laufen lassen, oder? Okay, Gäste. Warte. Dann würde ich sagen, warte ich einfach mal kurz. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Nice. Okay. Strom. Kraftwerke versorgen ihre Inseln mit Strom. Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Okay. Umspannwerke leiten Strom zu umliegenden Gebäuden. Okay. Ich bin sicher, dass die Umspannwerke durch Masten Kraftwerke versorgen werden. Okay. Sehr schön. Läuft ja alles bisher. Mal sehen. Ich lag das hier in das Gehege. Okay. Okay. Kosten. Oh, Gäste. Okay, wir die bringen. Warte mal, vielleicht. Okay, in Hilfe, gut. Inselbewertung. Was ist das denn? Ein Dinosaurierbewertung. Aha, Inselverwaltung. Der Inselverwaltungsbildschirm erhält eine Übersicht über die wichtigsten Verwaltungselemente Ihrer Insel. Überprüfen Sie Ihre Insel. Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, Ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Ja, reicht. Okay. Überprüfen Sie Ihre Inselbewertung, Ihren Abteil. Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Gut, schön. Außerdem sehen Sie hier Missionsfortschritte sowie aktive Aufträge für die Aktivität. Okay. Gut, was können. Okay. Sicherung, Reserve Hotels, okay. Dann lassen wir alles Sachen. Gut. Landschaftsgestaltung, okay. Nicht nice, dass es hier alles das wegmacht. Dass es das uns so viel kostet, aber okay. Gut. Gut, ich bin wahrscheinlich komplett rausgerungen zu sein. Dann ist das Ding mal nicht hier alles. Okay. Das ist der Ankunftsort, okay. Mal sehen, wie lange dieses Ding noch dauert. Gut, und ich würde sagen, wir können einfach nochmal die Dinos bieten, oder? Okay, okay. Upgrades. Aha. Aha, okay. Forschungsdienst, okay. Das Asset Containment Unit. Okay. Ah, okay. Das sind wahrscheinlich die, die, wenn die uns raushauen. Das wäre cool. Mhm. Okay. Die Inselnatoren erhöhen die Treffsicherheit. Okay. Schneller. Ja,
gehen jetzt noch arbeiten. Gut, keine Ahnung, was es alles genau macht, aber... Okay, ich habe gesagt, wir würden jetzt noch in die Dinos. Ah, okay, aber wir brauchen mehr Genom-Daten. Das können wir hier noch nicht. Okay, wir können hier das Genom modifizieren. Okay. Aussehen. Lebensfähigkeit geht runter. Die Bewertung steigt. Ja, nehmen wir es mal mit. Lebenserwartung. Lebenserwartung geht hoch. Na, keine Ahnung. Unbekannt, okay. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Das ist immer so irgendwie, ne? Okay. Wenden Sie ein reduziertes Unterhaltungskosten 1.0 Upgrade auf ein kleines Kraftwerk an. Ich bin immer gut in Wissenschaft, also kann man was mitnehmen einfach. Gut, das hier ist ein kleines Kraftwerk, ne? Der Upgrade-Platz. Okay. Verbesserte Leistung. Reduzierte Unterhaltungskosten, das war's, ne? Okay. Machen wir das. Ah, und jetzt bauen wir auch mal was. Also, erstmal Hotel, das ist ja wichtig. Was ist das denn? Flieger dazu? Okay, ein Hotel. Gäste. Schutzraum. Haben wir einen Schutzraum? Fossilienzentrum, Inspektionszentrum, Forschungszentrum. Nein, wir haben auch keinen Schutzraum. Wir brauchen unbedingt einen Schutzraum auf jeden Fall. Ja, da bauen wir noch einfach hier hin, erstmal. Und so ein Hotel wäre sicherlich auch nicht schlecht. Kann ich es irgendwie drehen oder so? Y nach links drehen. Und X nach rechts drehen, okay. Okay, so. So passt es nicht ganz mit den Wegen. Das war das X. Ja, aber so ist okay. Mit einem schönen Blick aufs Dinosauriergehege, das ist doch super. Eine Forschung ist abgeschlossen. Lass mal nachschauen, beschalte ich die für die. Das sind wir dort auf Ewigkeiten. Und unser Geld wird langsam knapp, habe ich das Gefühl, ne? So, waren wir das die Forschung? Genau. Gehege, okay. Beide Upgrades hier, ne? Gut, dann wenden wir das einfach mal an. Holen wir uns darüber ein Dings. So, machen wir die Upgrades. Ich habe noch reduzierte Unterhaltungskosten. Ah. Okay. Gut. Das war echt gute Arbeit. Das Ding will auch nicht vorangehen, ne? Oh, eingehen die Übertragung. Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Mhm. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Dann nehmen wir mit, würde ich sagen. Ah, ne, okay. Dann machen wir später. Nicht jetzt, sorry. Sorry, my bro. Aber was brauchen wir denn noch? Inselbewertung. Okay, wir brauchen also von allem etwas noch. Gut, dann was haben wir denn hier?
Gäste. Ein Souvenirladen. Toilette. Wir brauchen unbedingt eine Toilette. Da ist doch ein schöner Platz. So, nehmen wir nicht zu viel Platz ein. Sehr schön. Okay, das ist doch ein Spiel. Das ist halt nichts dort. Der Kraftwerk war jetzt ein Spannwerk. Ne? Und ein Spannwerk. Ja, ja, die Sache zu sehen, da kann man ganz gleich. Ich glaube nicht, dass Sie diesen Auftrag jedem anbieten würden. Also sehen Sie ihn sich wenigstens an. Pflanzenfressers. Okay. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Okay, so. Aufregend. Okay. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Darum geht es. Ein Expeditionsfossil ist kleiner und mittleren Pflanzen. Kein Pflanzenfresser, aber ein Fleischfresser. Okay, was haben wir hier? Ceratosaurus. Ceratosaurus, Ceratosaurus, ein Stutz. Posten. Hier kommt das noch ein schönes. Gut, Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Dinosaurier. Ich finde nichts, okay. Was ist das denn? Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Die einfachste Aufgabe ist aber... Gut. So, haben wir jetzt auch mal eine höhere Dino-Sichtbarkeit. Saurier-Sichtbarkeit, okay. Nahrungsmittel, also Getränke, okay, wir brauchen. Ja, auch hier vorne, aber unser Geld wird knapp. Digga, dieses Ding hier muss ich mal beeilen, also wirklich. Oh, unser Forschungsteam kommt zurück. Sneak, bei Expeditionsteam. Souvenirladen, okay. Spaß einkaufen. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Okay. Nice. Ja, das ist genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Oh, sehe ich genauso. Da habe ich unser Ding auch noch besser. Oh, ein Edmontosaurus-Fossil. Ach, sind alle belegt, okay. Aber das Ding kann ich verkaufen. Nee, das ist Silber. Gut. Warten wir, bis es durchgelaufen ist. Und solange kümmern wir uns mal kurz drum. Ich glaube, Fast Food Restaurant wäre erstmal gut. Ne? Ein bisschen essen. Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Okay. Ich glaube, die zu erhöhen wird ein bisschen schwierig, ne? Kann man das mal erhöhen? Erhöhen.
verbesserte Leistung. Wo ist denn? Da. Verbesserte Leistung. Ah, ist schon zu teuer. Wie viel kostet unser neueste? Ja, aber es sind 60, wie viel wir denn schon haben. Oh. 14%, ja egal. Werden wir nochmal ein neues drauf machen, dann bauen wir erstmal ein neues Ding. Kleines Kraftwerk, wie kann das denn? Ja? Ja, das ist gut. So ein Dreier in die falsche Richtung drehen. Und so anschließen, ne? Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Okay. Genau. Da hat es Sinn, das haben wir schon gelernt. Okay. Für Sie sollte es kein Problem sein, so einen Auftrag zu erfüllen. Brüten Sie einfach ein paar kleine Dinger aus, okay? In dieser Größe sind Sie sowieso alle süß. Das Laster, bla bla bla, laufende Kostfertig. Nice Edmontosaurus. Unsere Anlage ist schon sehr gut. Hier wäre fast 5 Sterne bei Anlagen. Gibt es zufriedenheit noch ein bisschen mehr. Wenn ich schon jetzt Einkauf einkaufen, ich soll schon Einkauf bauen will. Ist ja schon sehr gut, denke ich mal. Kleiner Einkaufsladen hier irgendwo hin. Was? Ein Dino stirbt? Nein, nicht gut, nicht gut. Sie müssen sich um Ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Okay, ja, sofort, sofort. Sehr schön, okay. Ja, welcher Dino? Der hier. Was ist denn mit ihr los? Ihr habt eine geringe Gesundheit. Aber warum? Bist du zu alt geworden, oder? Jo. Gut, gut, gut. Gewinnen, aber das der Dino macht, geht mir auf die Nerven. Wo bist du hin, Dino? Da. Ja. Ding endlich. Ach, das geht gar nicht mal alleine weg. Das muss ich mich drum kümmern. Ich dachte, das kümmert sich um alleine, okay. Auch mal irgendwie verstanden. Ja, aber wie helfe ich diesem Typen? Zeigt er mir irgendwas hier? Der hat schon gerade Hilfe. Gesundheit, ja, okay. Gesundheit, okay. All diese Sachen brauchen Nahrung, um zu überleben. Braucht sie im Griff. Okay. Das soll ich vielleicht mal bauen. Okay. Ranger. Okay, wir brauchen Ranger. Ranger, Ranger, Ranger. Ja, aber wir haben kein Geld für Ranger-Stationen. Nicht nice. Okay. Wir müssen jetzt ein Dinosaurier ausbrüten, das Geld kostet. Aber egal, raus damit. Ja, ich hätte die Dings, die Kosten vermindern müssen. Gut, und jetzt fahren wir den Expeditionskart ansehen. Wir müssen den Typen schnell raushauen, weil wir brauchen Triceratops. Triceratops, Triceratops. Rein da. Holen wir Triceratops. Wir holen uns den nächsten Tier. Was dauert er noch? Mimos. Das wäre schön, wenn da Gewehr stehen würden. Naja, raus. Sehr schön. Nehmen wir erstmal das Geld hier mit, gerne. Nehmen wir mit. Sehr schön. Mann, bei Ihnen hat das einfach ausgesehen. Lassen Sie nur den Rest von uns nicht alt aussehen. War nur ein Scherz. Wer könnte mich alt aussehen lassen? Ich meine. Werden Sie nicht zu übermütig? Gut, okay, hier brauchen wir einen Ranger.
Für heute, der bringt mir 1 Million. Wie lange dauert das denn? Wie Gesundheit hast du noch? 42%. Bitte mach schnell. Also wir brauchen Futterstoff. Gehege, das Futterstoff. Wir haben 5 Sterne Bewertung. Nice, sehr gut gemacht. Weil wir müssen ja noch die DNA extrahieren. Okay. Fürsorgestrafe. Viel Fürsorgestrafe, meine Güte. Kümmere ich mich gleich. Chill mal. Bin gerade mit der Durchsicht dieses neuen Auftrags fertig geworden und ich glaube, er passt gut zu Ihnen. Sie werden mir sicher zustimmen. Okay. Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal brauchen wir die. Kommt her, kommt her. Du bist hier. Einen ersten Notfall haben wir gestellt. Raus damit. Triceratops. DNA extrahieren. Mach hin. DNA extrahieren. Raus damit. Rhodium. Okay. Nehmen wir auch dann auch weg. Amphibien passiert. Aha. Aber Amphibien wären auch nicht schlecht. Raus damit, aber. Gib mir einiges an Geld auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, können wir auch schon mal so 2. Sollen wir ausbilden? Edmontosaurus. Komm, du brauchst damit. So. Nein, ist mir der Dino verreckt oder was? Okay, gut, da ist er. Triceratops. Geil. Wir machen ach, ich muss den Typen aufnehmen. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Ja. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Okay. Oh meine Güte, ich dachte, das kommt einfach nur raus. Okay. 50% des vollen Genoms Edmontosaurus. Habe ich doch. Zählt das einfach nicht. Achso, das kann ich danach annehmen noch. Nice. Dinosaurier fallen. Und da ist es eine wichtige Geldspitze. Sehr gut, sehr gut. Triceratops. Sehr schön. Nice, der sieht auch richtig. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ach, das gilt noch gar nicht. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Dua sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Weiß ich nicht, wie mir das so gefällt. Bisschen schwierig, jetzt irgendwas hier zu machen, ne? Ohne Geld. Aber na gut. Was ist das denn? Wetter? Okay, ja, Wetter brauchen wir erstmal nicht. Frau passt alles noch. Sorry, Sichtbarkeit. Okay, das Hotel ist wieder zu, das ist nicht. Gut, ich bin das woanders im PC können. Gut, wir brauchen eine Ranger Station, aber wir haben kein Geld. Wir könnten das hier, könnten wir machen. Mhm. Okay, durch gestern war es Park. Aber wir können nichts bauen. Gut, Leute, ich würde sagen, mal, wir warten erstmal. Muss ein bisschen gewartet werden, bis wir ein bisschen Geld haben. Wir sehen uns dann, sobald ich wieder ein bisschen Geld habe, ein bisschen was ich noch vielleicht gemacht habe. Dann machen wir vielleicht hier noch ein bisschen. Aber ja, irgendwie müssen wir einfach ein bisschen warten. Also, bis dann, das war die erste Folge jetzt, 50 Minuten lang, meine Güte. Ja, mal sehen, was ich alles daraus cutten werde. Vielleicht werden 2 Folgen, vielleicht auch nicht. Und ich sage, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt.
Ciao. Leute,